Herr Mölzer, die Türkei ist jetzt ein eigenes Schauplatzfeld für politische und demokratiepolitische Analysen. In unserer Arbeit haben wir jetzt festgestellt, dass die junge Generation einen neuen Weg geht. Einerseits Demokratisierung, so wie in Nordafrika und wie überall, auch aufgrund der ganzen sozialen Netzwerke. Und andererseits die konservative Paukenschlagrichtung in Richtung Erdogan. Wie sehen Sie diese Entwicklung auch als Spiegelbild für die europäische Situation? Naja, die Türkei ist ein interessantes Land für uns, aus mehrerlei Gründen. Zum einen, weil sie natürlich einen Staat darstellt mit einer starken Modernisierungsphase, in einer starken Wachstumsphase, wirtschaftlich, aber auch demoskopisch, demografisch. Ein Land, das insofern für uns interessant ist, weil es Beitrittswerber ist und weil es eine riesige türkische Community in Mitteleuropa gibt, in Deutschland, in Österreich, aber auch in anderen Ländern. Diese drei Faktoren machen die Türkei wichtig. Und da sehen wir, dass das Land in einem Spannungsfeld steht zwischen konservativer Re-Islamisierung, was die AKP von Erdogan macht, und auf der anderen Seite Modernisierung. Das geht durch, interessanterweise ist Erdogan selber schuld daran, weil er diese wirtschaftliche Modernisierung vorangetrieben hat, auf der anderen Seite gesellschaftspolitisch einen konservativen Zug hin zurück zum Islam. Und die Jugend über die sozialen Medien, über das Internet und so, hat andere Zugänge. Auch natürlich jene Leute, die höhere Bildung haben, höheren Wohlstand haben. Und die wollen jetzt diesen Zug zurück zum Islam, zu einer konservativen Wertehaltung nicht mehr mitmachen. Geht die EU klug mit dieser Situation in der Türkei? Ist das eine kluge Intervention in der Form, wie die politischen Richtungen reagieren? Die EU ist natürlich zu pauschal formuliert, es gibt ja eine gewisse Kreise in der EU, manche sind klüger, manche weniger klug. Man war gegenüber den Türken in den letzten 50 Jahren nicht sehr ehrlich. Man hat ihnen immer den Beitritt in Aussicht gestellt, als sie auch noch wirklich wollten, jetzt wollen sie ja nicht mehr wirklich. Und man sagt auch jetzt doch nach Beitrittsverhandlungen. Man müsste endlich der Wahrheit ins Auge sehen und sagen, das ist ein starkes, ein interessantes, ein wichtiges Land, aber es ist kein europäisches Land. Und man müsste natürlich, das ist also unseren europäischen Werten entsprechend, jene Kräfte unterstützen, die Demokratie, Transparenz und all das fordern. Also die Wirkung der Entwicklung in der Türkei hat auch einen Überschwapper in die Richtung der österreichischen Situation, wenn wir jetzt das im Fokus nehmen. Was lernt denn eigentlich Österreich aus dieser Demokratieentwicklung? Naja, ich sage Ihnen eines. Wir Europäer, auch die Österreicher, glauben immer, wir können weltweit die Oberlehrer und Nachhilfelehrer in Sachen Demokratie und Toleranz und Menschenrechte spielen. Ja? Wir haben das gegenüber den Chinesen getan, wir haben das gegenüber Russland, Putin getan, wir machen das jetzt gegenüber der Türkei. Dabei, wenn wir dann wirklich die Dinge genauer anschauen, haben unsere demokratischen Verhältnisse genauso ihre extremen Schwachstellen. Dabei haben unsere menschenrechtlichen Situationen auch extreme Schwachstellen. Und es ist die Frage, wann also Protestbewegungen, nicht nur soziale wegen der Not, auch in Europa, auch in Österreich natürlich auftreten, weil die Leute sagen, ja hoppla, das ist ja keine wirkliche Demokratie, das ist ja kein wirklicher Rechtsstaat, das ist ja keine wirklich freiheitliche Gesellschaft. Naja, und diese Entwicklung riechen jetzt unsere etablierten Parteien, weil ich leite jetzt zu unseren Nationalratswahlen über, oder stehen sie grad und fest noch immer in der alten Tradition? Schauen Sie, die mögen das riechen oder ahnen, aber wir haben die Situation, dass in der etablierten Politik in Österreich wie in übrigen europäischen Ländern nur mehr die dritte Kategorie sich betätigt. Das ist nicht nur der Durchschnitt, das ist der Unterdurchschnitt. Wenn Sie die Typen anschauen, die also hier jetzt Wahl werden, das ist eigentlich ein Jammer. Und die Bevölkerung hat irgendwo, auch die einfachen Leute, das Gefühl, ja, das sind ja keine Leute, denen ich vertrauen kann, das sind keine Leute, die Charisma haben, die wirkliche Problemlösungskapazität haben. Und darum glaube ich, dass sich auch bei uns ein Widerstand aufbauen wird. Wer davon politisch profitiert, ist jetzt eine ganz andere Frage. Aber im Grunde leben wir in einem vorrevolutionären Zustand. Wir beide sind Väter, es geht um die Vorbildwirkung und da sind wir wieder bei der Jugend. Sind diese Politiker
die Sie jetzt gerade beschrieben haben, eben keine Vorbilder und deswegen orientiert sich die Jugend komplett neu um. Man muss ja bescheiden und demütig bleiben und darf nicht den Fehler begehen zu sagen, ja, wir selber, ich, wir, sie, wir sind so gescheit und die anderen sind alle blöd. Das stimmt. Da ist natürlich auch Kind einer Entwicklung, einer Zeit, einer gesellschaftspolitischen Strömung, aus der man nicht raus kann, aber es ist allgemein so. Dieser gesamte Verlust an Autorität bei den Institutionen, angefangen von der Kirche über die Justiz bis hin zu den Medien und so, ergreift natürlich auch die Familie, ergreift selbstverständlich die Politik. Es ist das alte Patriarchat, patriarchalische System gekippt worden. Es ist allerdings noch nicht wirklich etwas Funktionierendes und Respektables nachgewachsen, habe ich das gesehen. Und in der Parteiendemokratie, wie wir sie haben in Österreich, muss man sagen, es gibt eine Krise dieser Demokratie, es gibt eine Krise dieses Systems, die sich vorläufig in einem massiven Unbehagen äußert. Auch nicht in Aufständen und nicht in Zuständen, wie wir sie jetzt in Istanbul haben, aber das Unbehagen wächst. Wir sitzen in Kärnten, da haben wir ein spezielles Labor der politischen Entwicklung. Wir haben alles durchgemacht, von Jörg Haider weg bis zur jetzigen Situation. Ihre Diagnose zu Kärnten, speziell natürlich in Richtung FPÖ. Naja, ich bin ein bisschen betrübt. Wir wissen natürlich, dass diese Niederlage, die das FDK noch vor wenigen Monaten Kärnten erlitten hat, berechtigt war, seine guten Gründe gehabt hat. Da war man, da musste man sagen, Hochmut kommt vor dem Fall. Ne? Aber ich habe leider nicht das Gefühl, dass jetzt deswegen die Lösung gefunden wurde, dass die neuen Herren den Stein der Weisen entdeckt hätten und dass wir jetzt auf einmal nur mehr Anständige haben, nur mehr charismatische, nur noch selbstlose Menschen, die sich für die Bevölkerung des Landes opfern. Das Gefühl habe ich nicht. Sie sprechen von der FPÖ. Nein, ich spreche jetzt von den neuen Herren in der Landesregierung. Ich spreche von den anderen. Von der alten Parteien. Ich spreche von allen Parteien, aber in erster Linie schon von denen, die jetzt wieder an der Macht sind. Ne? Und ich glaube, dass da noch dieses alte, abgewirtschaftete System sehr stark, und das waren ja nie nur eine Partei, das waren ja alle in der Landesregierung. Es ist ja der ÖVP-Chef verurteilt worden wegen Korruption, ne? Noch nicht rechtskräftig, aber doch. Es ist ja, gibt ja massive Vorwürfe gegenüber der SPÖ, ne? Und gab sie natürlich gegenüber dem FDK, aber gibt sie noch immer. Alles das ist noch vorhanden und es ist für das Land nicht besser geworden. Schauen Sie, was Sie heute erwähnt haben, es ist natürlich, und auch ich tue das leicht, dem Verblichenen jetzt alle Schuld anzulasten. Auf der anderen Seite muss man sagen, er war einer der letzten Politiker, der noch Witz gehabt hat in dem Sinn, dass er kreativ war, dass er sich was einfallen ließ. Jetzt hat man das Gefühl, es geht alles hinunter. Der Flughafen, den sperren wir zu, Industriebetriebe sperren wir zu, die Leute sagen, es gibt halt kein Geld, man kann nichts machen und, und. Und das ist natürlich für so ein Land wie Kärnten, für ein wertvolles, kreatives, tolles Land, auch eine trostlose Situation. Ich kann mal sagen, man braucht das Prinzip Hoffnung ist mehr oder weniger im Hochobig. Naja, das ist eher das Prinzip Hoffnungslosigkeit, ne? So dass man sagt, die Lage ist hoffnungslos, aber nicht ernst. Ne? Und die Begehrlichkeit der Bevölkerung, wie beurteilt sie, wird jetzt so der Druck der Begehrlichkeit, wir sind ja von der sozialen Dynamik in der Jugend ausgegangen, wird die auch in Kärnten Platz greifen oder wird die Kärntner Seele gleich los und singen? Naja, schauen Sie, der Kärntner ist ja ein liebenswerter Typus, wie wir wissen. Ein lebensfähiger Typus, er hat auch seine Schattenseiten, wie wir wissen, einen gewissen Opportunismus, der da drinnen ist. Ne? Aber die Menschen, und das muss man in aller Härte sagen, die Menschen haben genau jene Politiker, die sie verdienen. Erstens einmal aus dem einfachen Grund, weil sie sie wählen. Und zweitens, weil das halt alles ein Spiegel ist. Auch die politische Kaste ist ein Spiegelbild der gesellschaftlichen Entwicklung. Und wenn wir lauter Großredner haben, lauter Großmäuler gehabt haben, dann war das ein Abbild auch der Kärntner Seele. Und wenn wir jetzt lauter kleingläubige Opportunisten haben, dann ist auch das ein Abbild eines Teils der Kärntner Seele. Das muss man so sehen. Die Bevölkerung kann sich nicht die Hände in Unschuld waschen, sondern da kennt man nichts dafür. Ne? Es gibt aber natürlich in allen Menschen und in allen Gesellschaftsschichten eben positive und negative Züge. Das ist immer die Frage, wann kommt das Positive zum Tragen, das Dynamische, das Kreative, das Lebensfrohe und wann ist das Depressive, wann ist das Negative, wann ist das Resignative oder auch das Hinterhältige. Ne? Abschlussfrage, welche Rahmenbedingungen braucht man, dass eben diese positive Eigenschaft hervortritt?
Da habe ich lange drüber nachgedacht schon und ich glaube, es ist ja auch in der Wirtschaft so, die Stimmung, die Atmosphäre ist eigentlich das Basiselement. Wir brauchen eine neue Aufbruchstimmung. Das ist jetzt für uns als 60-Jährige leicht gesagt und schwer getan. Für einen Jungen ist es ja an sich objektiv schwierig, weil die Situation so schwer ist, aber von der Lebenssituation ist der junge Mensch natürlich optimistisch. Das heißt, wir müssen die Jugend zu Wort kommen lassen und in uns selber die Jugend sozusagen auch aktivieren, um politischen Optimismus und Lebensfrohheit und eine positive Grundstimmung